Herzlich willkommen bei Habs Autopflege. Heute zeige ich euch, wie ihr festgebrannten Bremsstaub von euren Alufelgen entfernt. Viel Spaß mit dem Video. Diese Felge habe ich in einem anderen Video, das ich hier unten auch nochmal verlinkt habe, schon vorher gereinigt. Mit einem sehr guten Felgenreiniger, dem W6 von G-Technik. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen Piano-3 Felgenreiniger für diese Anwendung verwenden. Manchmal ist es eben so, dass besonders auch nach der zweiten oder dritten Reinigung diese Partikel immer noch nicht rückstandsfrei weg sind. Das heißt, ihr habt eben ein Innenbett, wie so wie ihr es jetzt nochmal kurz im Videoausschnitt seht. Es sind immer noch so ein paar Ablagerungen zu sehen und das ist natürlich unschön, beziehungsweise auch für eine spätere Versiegelung kontraproduktiv, weil diese also gesehen als Trennschicht dienen und die Versiegelung dann nicht mehr richtig haften kann. Hinzu natürlich optisch nicht so schön, aber wir haben da einen kleinen Tipp und zwar benutzen wir dafür Reinigungsknete. Jetzt aber ganz wichtig, die einzige Reinigungsknete, die dafür geht, ist die Gion Clay von Gion und die ist eigentlich grün, das ist jetzt aber schon ein älteres Stück, weil ich bitte euch, keine neue Knete dafür zu benutzen oder falls ihr eben keine alte habt, dann benutzt ihr eben eine neue, geht ja nicht anders. Und ich habe jetzt ein altes Stück, also ich hebe die ganze Knete immer auf, nehme ein altes Stück, weil dafür ist es natürlich ideal, weil danach können wir die eigentlich nur noch für solche Anwendungen verwenden und bitte nicht mehr auf dem Lack anwenden. Zum Arbeitsschritt ist es so, wir sprühen die zu behandelnde Fläche jetzt noch einmal mit dem Felgenreiniger ein. Wir benutzen den Felgenreiniger als Gleitmittel für die Reinigungsknete. Ihr braucht hierbei nicht das Clay-Loop oder sonstige Sachen verwenden. Alternativ könnt ihr natürlich auch einen geeigneten Teerentferner benutzen, weil wir haben hier natürlich Teerflecken und, also metallische Partikel und Teerflecken. Und die bekommen wir eben mit den beiden Reinigern relativ gut angelöst. Um auch hier jetzt nochmal einen richtig guten Unterschied erkennen zu können, klebe ich mit dem HBX-Klebeband einmal die Fläche ab. Braucht ihr natürlich nicht machen, mache ich jetzt nur, damit ihr das dann hinterher nochmal sehen könnt. Anschließend mit dem Felgenreiniger, ich nehme jetzt den W6 von G-Technik, einsprühen. Da brauchen wir gar nicht mal so viel. Wir warten jetzt, bis der Wirkindikator ein bisschen reagiert. Nachdem das Ganze jetzt beginnt, so ein wenig violett zu werden, nehmen wir die Reinigungsknete, die ältere Reinigungsknete, die Gion Clay, und gehen dann einfach über diese Verschmutzung rüber. Wir müssen auf jeden Fall ziemlich oft drüber gehen, das kann ich euch so schon sagen, und benutzen hierzu dann nochmal ein wenig Wasser. Bei Wasser verbessert die Gleiteigenschaften und hilft der Knete so gesehen, diese ganzen Verunreinigungen schneller abzuheben. Wie wir jetzt auch in der Reinigungsknete sehen, sind sehr, sehr viele metallische Partikel auf der Oberfläche gebunden, die dieser Felgenreiniger so gesehen anlöst. Wenn wir dann die behandelnde Stelle, also das dauert relativ lange, ich denke mal, dafür habe ich jetzt 2-3 Minuten gebraucht, also wenn ihr die ganze Felge damit reinigen wollt, dauert das schon sehr lange. Kleiner Tipp, zwischendurch natürlich immer wieder reinigen, ist sehr vorteilhaft. So, jetzt nehmen wir das mit einem nassen Mikrofasertuch ab und sehen natürlich auch so schon, was wir da eigentlich runtergeholt haben. So, um jetzt nochmal zu gucken, was wir da genau runtergeholt haben, können wir jetzt den Aufkleber entfernen. Und ich denke mal, man kann einen deutlichen Unterschied erkennen. Klar, solche Felgen sind vom Innenbett natürlich nie gut lackiert und das müssen nicht unbedingt Verschmutzungen sein. Die Felge ist aber richtig glatt, im Gegensatz natürlich zu der Stelle, ihr hört das. Die ist natürlich tausendmal glatter und ist natürlich auch jetzt bereit für eine Felgenversiegelung. So, diese Sache könnt ihr relativ oft wiederholen. Hier haben wir noch zum Beispiel einen kleinen schwarzen Punkt, da bin ich nicht so oft drüber gegangen, aber das bekommt ihr auch rückstandsfrei wieder entfernt. Hier auch nochmal in der Nahansicht können wir sehen, man sieht auch genau, dass ich bis dahin so gesehen gereinigt habe und dort wieder der ganze Schmutz beginnt. Dieser Schmutz lässt sich natürlich auch nicht immer wieder mit mehreren Reinigungsversuchen beheben, ist aber, also besonders Reinigungsknete jetzt, die grüne,
sehr effektiv für solche Reinigungen, also so festgebrannten Bremsstoff im inneren Felgenbett. So, das war ein kurzes Video, damit ihr nur mal selber seht, dass man so welchen festgebrannten Bremsenstaub natürlich auch ohne harte Chemikalien, also sehr stark alkalische Reiniger reinigen kann bzw. entfernen kann. Ich empfehle euch diese Methode, weil es ist für die Oberfläche 1000-mal gesünder, bevor ihr natürlich mit irgendwelchen schädlichen Reinigern die Oberfläche beeinträchtigt. Diese Reinigungsknete holt so gesehen alle Unreinheiten, das müssen nicht nur Bremsstaub sein, metallische Partikel, Teerflecken, wahrscheinlich auch ein wenig Baumharz oder Öl oder sonstige Sachen, holt die Reinigungsknete soweit eigentlich komplett alles mit runter. Als Leitmittel könnt ihr wie gesagt Felgenreiniger, pH-neutral bitte, oder Teerentferner benutzen, ist auch eine Möglichkeit, damit ihr diese Stellen eben relativ gut wieder sauber bekommen. Ihr kriegt auch richtig stark fest eingebrannte Stoffe wieder weg, so wie ihr sie jetzt nochmal kurz im Videoausschnitt seht. Die sind natürlich sehr fest eingesetzt in den Ecken, ist aber ein bisschen schwieriger mit der Reinigungsknete natürlich dahin zu kommen. Also das erfordert ein wenig mehr Arbeit, ist aber auch wiederum möglich. Gut, ich will hoffen, das Video hat euch Spaß gemacht. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen zu dem festgebrannten Bremsstoff entfernen? Schreibt mir gerne, ich bin gerne für da. Ansonsten subscribe und like und teilen.